Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Ich stehe immer noch in der Bibliothek rum und warte darauf, dass der Tag endlich anbricht und ich hier raus kann. Sie haben mich nicht erwischt. Ist schon mal ganz schön zu wissen. Helfen tut mir das leider herzlich wenig, muss ich gestehen. Aber gut. Was willst du machen? Bevor ich jetzt schnell zur Morgenandacht gehe, nein, zum Morgenappell. Ich hab's gewusst. Meine Zelle wird wieder durchsucht. Direkt mal den Bettdummy wieder weggenommen und wegspült, damit ich das blöde Klebeband wieder mitnehmen kann. Ich hoffe so sehr, dass es heute klappt, heute Abend. Ich stelle mich logischerweise nicht mehr in diese Kack... Bibliothek. Das war ja so doof. Aber woher soll ich das wissen? Na, eigentlich, woher soll ich das wissen? Ich spiele jetzt lang genug das Spiel, um das zu wissen. Ich glaube, die wird immer zugeschlossen. Naja. Es ist nicht mehr zu ändern, Leute. Haben wir uns alle mal letzte Folge einfach ein bisschen geärgert. Und wir haben wieder was gelernt. Jeder Fehlversuch ist eine gute Lernmethode. Das wissen wir mittlerweile zu Genüge bei The Escapists. Aber soll natürlich nicht zum Alltag werden. Immer wieder auf die Fresse zu fallen. So, schnell den Krempel wieder hochbringen. So. Dann können wir wieder in Ruhe arbeiten. Ich habe mich gestern. Für euch ist es gestern, aber für mich ist es vor 10 Minuten ungefähr. Ich habe mich so geärgert, ey. Ach, eigene Blödheit, sag ich nur. Eigene Blödheit. Hätte gar nicht sein müssen. Aber da steckst du halt manchmal einfach nicht drin. Das wird uns nicht mehr passieren. Aber rückgängig machen können wir es nicht. Deswegen immer positiv denken, immer nach vorne schauen. Dann wird das alles kein Problem sein. Und vielleicht haben wir jetzt doch noch die Gelegenheit, eine Pfeile zu finden. Vielleicht hat es ja was Gutes. Der Fail, man weiß es ja nicht. Deswegen fange ich jetzt mal direkt an, wieder hier die Schreibtische umzudrehen. Und wir haben immer noch denselben Tag wie in den letzten paar Folgen. Das heißt, es läuft immer noch Bayern München gegen FC Porto und die Bayern kriegen volle Möhre auf den Sack. 3-1 steht es momentan. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Gut, mir ist es relativ Banane, ob die jetzt gewinnen oder verlieren, aber ich habe schon in einer der letzten Folgen gesagt, immer wenn deutsche Mannschaften dabei sind, bin ich natürlich für die deutsche Mannschaft. Aber wenn die jetzt verlieren, finde ich es jetzt auch nicht schlimm oder so. Mal schauen. Spiel geht noch halbe Stunde oder so. Nee, stimmt nicht. 22 Minuten. Ah, müssen sich ranhalten. Gary bleibt doch stehen. Nee, falsch. Ich trainiere noch ein bisschen. Aber immerhin haben wir jetzt noch mal ein bisschen den Hinweis bekommen, was wir machen können, wenn wir nachts mal dann doch draußen stehen. Dann können wir nämlich einfach uns in die Bibliothek stellen. Muss ich nochmal gucken, ob ich mir noch einen Schlüssel für die Zelle mache. Da ist aber dann wieder das Problem, dass ich eigentlich keinen Platz dafür habe in meinem Inventar. Ich weiß zwar, dass Darren den gelben Schlüssel hat, aber ich möchte den jetzt eigentlich erstmal nicht holen. So, Favor habe ich natürlich keinen mehr mittlerweile. Ist aber nicht so schlimm. Prügelt euch und lasst endlich mal eine Pfeile fallen, Kackboons. Ja, I hate you. Also muss mal gucken, wie viel Kraft hat... Wer hat denn am wenigsten Kraft von den netten Menschen? Der hat
50, 64, 61. Scheiße, man braucht... Oh, man wird müde vom Prügeln. Ist ja wohl ein Scherz. Na, der, so kann ich natürlich nicht gewinnen. Eine Schlägerei. Jetzt hat man wieder gewechselt, der Shop. Amen. Pfeilen werden zur Mangelware. Irgendwann, ich glaube am Anfang von dem von der Staffel hier, habe ich mehrfach die Möglichkeit gehabt, mich mit Pfeilen einzudecken, aber ich habe es halt nicht wahrgenommen, weil ich nicht gedacht habe, dass ich so viele bräuchte. Jetzt ärgere ich mich darüber, dass ich die nicht gekauft habe. Ich werde noch ein bisschen Geschwindigkeit trainieren. Für Kloppereien halt, weißt du? Weil nur Stärke bringt ja auch nichts, wenn du nicht schnell genug zuschlagen kannst. So. Aber ich muss natürlich dran denken, dass ich nicht zu viel trainiere, damit ich die Müdigkeit noch schnell genug vorm Abend runterbekomme. Wäre richtig ärgerlich, wenn ich den Zaun nicht durchbekomme, wenn ich es schaffen könnte, weil die Schweine oder wieso Schweine, weil ich zu doof bin, duschen zu gehen oder Abend zu essen. Deswegen immer mal zwischendurch jetzt duschen, auch wenn gleich Abendessen ist, aber nicht, dass es am Ende nicht langt. So. Passt schon. Noch ein bisschen trainieren. Bisschen pumpen. Aber danach ist auch gut für heute mit trainieren. Nach dem Rückschlag gestern bin ich jetzt gar nicht mehr so zuversichtlich, ey. Auch wenn sich im Prinzip an der Ausgangslage nichts geändert hat. Aber irgendwie hat mir das so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Mein Optimismus ist dahin. Das sackt ein wenig. Aber was willst du machen? Na gut. Abendessen killt die Müdigkeit extrem gut. Hätte ich nicht mal zwischendurch duschen müssen. Ach komm, und die haben schon wieder nichts dabei, was ich gebrauchen kann. Ist immer so. Brauchst immer das, was du nicht bekommen kannst. So. Vielleicht ein letztes Mal arbeiten in dieser Staffel? Ich glaube es noch nicht, aber könnte passieren. Moment. Ach Mist. Er hatte zwar gewechselt, der Shop, aber er hatte nicht das dabei, was ich brauche. Vielleicht gehe ich jetzt noch einmal kurz durchlooten vom Duschen, wenn ich das noch zeitlich schaffen sollte. Muss ich halt erstmal wieder Unkraut finden. Ach, da ist doch was. Zwei sogar. Nee, doch nicht. Ach Mann, ey, ich habe gedacht, ich könnte mittlerweile erkennen, wo zwei sind und wo nicht, weil manchmal überlagern sich da die Texturen so ein bisschen oder beziehungsweise die Sprites. Aber ist wohl doch nicht so. So, das ist das Letzte. Weg damit. Wenn ich jetzt noch eine Pfeile finde, ich glaube, da würde ich einen Freudensprung machen. Aber ich habe ja eigentlich alles schon durchgeguckt. Würde mich wundern, wenn da jetzt was Neues drin liegt. Ups. Entschuldigung, habe nichts gemacht. Habe immer noch nichts gemacht. Scheiße, jetzt ist die Heat natürlich sehr hoch. Das ist nicht so gut. So kurz vorm Schlafen gehen. Nicht, dass die am Ende mich wegen einer
Scheiße. Nicht, dass sie mich am Ende wegen einer zu hohen Heat bekommen können. Ich glaube, die letzte... Ah, doch. Komm. Nein! Boah, war das knapp, ey. Wollte gerade sagen, wer nichts wagt, der nichts gewinnt, aber... Ich nehme ja nochmal kurz... Bettlaken und so ein Krempel. Muss jetzt auf jeden Fall lange genug hier bleiben. Ich darf mir nicht erlauben, so früh abzuhauen. Die darf jetzt nicht mehr steigen, ey. Weil immer, also wenn ich die Uniform an habe, die Wärteruniform, und die mich dann sehen, dann steigt das ja trotzdem immer ein bisschen. Und das wäre jetzt der absolute Obergau, wenn es daran am Ende hängen sollte. So, jetzt muss ich mich beeilen. Nein! Zack! Alles mitnehmen, was ich brauche, alles, was illegal ist, alles dabei, perfekt. Oh, komm schon. Okay, alles gut. Meine Zelle wird auch nicht durchsucht, das ist schon mal super. Und jetzt geht meine Pumpe wieder, ey. Jetzt geht meine Pumpe. Das wird nochmal interessant jetzt. Komm, jetzt laber nicht so lange rum, ich will das jetzt ausprobieren. Jetzt muss ich kurz warten, oder besser gesagt, ich muss mir jetzt mal ein schönes Plätzchen suchen, wo ich das schnell mit der Uniform machen kann. So, wir machen das jetzt einfach mal kackendreist hier. Okay, Leute, es geht los. Es geht jetzt richtig, richtig los. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Okay. Ah, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe einen fucking Fehler gemacht. Ich hätte vorher den Zaun hier oben bearbeiten müssen. Okay, aber vielleicht klappt es trotzdem. Bitte. Komm schon. Wahrscheinlich fehlt mir jetzt die Zeit, um hier den Zaun durchzuknipsen. Bevor der Elektroscheiß wieder angeht. Oh, mein Herz pumpert. Mein Herz pumpert so extrem gerade. Nein! Okay. Ich kann es noch einmal versuchen, da reinzugehen. Scheiße, der Schlüssel ist kaputt. Shit! Fuck, okay. Aber es funktioniert, Leute. Es funktioniert auf jeden Fall. Nächste Folge sind wir hier auf jeden Fall raus. Nur, Problem ist, ich muss jetzt auf jeden Fall laden. Ja. Weil ich komme hier nicht mehr raus. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge brechen wir dann aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi.